Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Was kann ich bei euch lernen? Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Okay. Mal Ende. Gut, wir können Ende machen. Speichern wir mal. So, speichern wir mal. Denn ich weiß nicht, ob ich dem beitreten soll. Jesper. Hey, du. Ende, okay. Du hast mir also nichts zu sagen. Gut, hier ist noch einer von der Gilde. Nämlich hier. Ramirez. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Okay, Ende. Gut, hier haben wir keine Möglichkeiten, ohne den beizutreten, sehe ich gerade. Gut. Dann würde ich sagen, nur Interesse halber, legen wir uns mal hin und schlafen eine Runde. So, und versuchen mal die zu töten, was auf keinen Fall klappen wird, das kann ich mir jetzt schon denken. Aber nur Interesse halber, einmal muss sein. Okay, das können wir schon mal vergessen. Gut, dann lasst mich mal überlegen. Hey, du. Gehen wir mal hier hoch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Wir gehen mal unten runter und sagen einfach mal, wir treten bei. Ich denke mal, wir können die trotzdem noch ans Messer liefern. Ich denke mal nicht, dass das jetzt die Entscheidung ist, ob wir jetzt der Miliz helfen oder denen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sagen einfach mal, wir treten bei. Hey, du. Ja, ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Gut. Du bekommst eine Gelegenheit, dich zu beweisen. Wenn du von uns lernen willst, steht dir das frei. Okay. Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Okay. Kannst du mich unterrichten? Klar. Taschendiebstahl und Geschicklichkeit kosten dich jeweils 100 Goldstücke. Geschickter Taschendiebstahl. Nee, zurück. Ende. Sparen wir uns erstmal. Haben eh nicht genug Lernpunkte. Jesper. Hey, du. Sag mal, weißt du etwas über Bospas Bogen? Du meinst den Bogen vom Burgner? Ja, den habe ich irgendwo vorne in eine Truhe gepackt. Aber da wuseln jetzt Ratten rum. Kannst ihn dir ja holen, wenn dich die Viecher nicht stören. Ach so, natürlich ist die Truhe verschlossen. Du musst sie schon aufknacken. Hoffentlich hast du noch Dietriche. Nein, kannst du mir was beibringen? Willst du lernen, wie du dich lautlos bewegst? Kostet dich allerdings 100 Goldstücke. Schleichfertigkeit. Nee. Ende. Ende im Gelände hier. So, dann noch zur letzten Person. Hi. Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Ja, kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du Schlösser knackst. Das kostet dich lediglich 300 Goldstücke. Boah. Nee, vielleicht später. Das kann uns oben unser guter Torben kostenlos beibringen. Na, ich überlege aber gerade, wie bekommen wir nochmal den Schlüssel? Okay, hier ist nichts.
Müssen wir jetzt wirklich zurücklaufen? Ja, dann müssen wir zurücklaufen, durch das Wasser schwimmen und im Hafen wieder hochkraxeln. Ich dachte echt, wir bekommen jetzt schon den Schlüssel, um da hinten hochzulaufen, aber irgendwie nicht. Okay. Soll mich nicht weiter stören. Müssen wir halt ein bisschen schwimmen. Oh, rostiges Schwert und noch ein Heiltrank. Sehr schön. So. Ich überlege gerade. Wir haben jetzt. Oh, wir müssen noch die Quest mit Baltram machen. Gehen auf jeden Fall nochmal zu Lord André. Und müssen von Konstantino den Ring klauen. Das sollte nicht allzu schwer werden. So, raus hier. Fangen wir in der richtig passenden Reihenfolge an. Ach, Laris. Okay. Wo fangen wir am besten an? Drecksraucher. Laufe ich gerade schon in eine falsche Richtung? Ich überlege gerade. Baltram. Ja, fangen wir mit Konstantino an. Passt jetzt gerade am besten. Konstantino. Hi. Die Truhe ist verschlossen. Ich schätze mir, das ist eine Truhe, der Ring. Gut, dann können wir das schon mal nicht machen. Müssen wir da warten, bis wir mehr Erfahrung gesammelt haben. Gut, weil ich jetzt erstmal die Erfahrungspunkte noch nicht für solche nebensächlichen Fähigkeiten auch verschwenden. Ziemlich unnötig. Daher lassen wir es erstmal bei diesem Fortschritt in der Quest. Das heißt, die Liebeskill lassen wir erstmal nebenbei. Gehen wir erstmal noch zu Baltram. Hi. Du handelst mit Piraten. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das wird Konsequenzen für dich haben. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Ja, wir sprechen mal freundlich mit ihm. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Was weißt du über die Piraten? Womit handelt ihr? Ja, womit handelt ihr? Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das war alles, was ich wissen wollte. Was weißt du über die Piraten? Ja, wir können ihn für ihn abwickeln. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinnes zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Okay. Was weißt du über die Piraten? Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinnes. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinnes fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Jo, das war alles, was ich wissen wollte. Das war alles, was ich wissen wollte. Das habe ich schon immer. Ende. Gehen wir zu Lord André. Mal schauen, was der dazu sagt, dass wir die Diebesgilde gefunden haben. Er hat ja gesagt, wir sollen sie töten. Ich schätze mich, dass der jetzt irgendetwas machen wird. Aber man kann es ja mal versuchen. Hey. Wegen der Diebesgilde? Wegen der Diebesgilde. Ja. Ja, ich habe das Versteck gefunden. Ich habe das Versteck der Diebesgilde gefunden. Wo? In der Kanalisation. Unter der Stadt. Was? Wir hatten die Kanalisation abgesperrt. So wie es aussieht, hat sie das nicht davon abgehalten, sich da unten auszubreiten. Hast du die Verbrecher zur Strecke gebracht? Ich bin an der Sache dran. Gut. Ich werde dir noch etwas Zeit geben, deine Mission zu erfüllen. Gut. Ende. Gut, das heißt, die müssen wir also wirklich selber ausschalten. Da müssen wir auch noch warten. Wir haben gesehen, die hauen uns mit einem einzigen Schlag um.
Da haben wir auch noch, ja, null Chance gegen die. Daher müssen wir es auch erstmal dabei belassen. Ich würde sagen, wir gehen dann mal eben wieder zurück zu Skip und geben ihm das Paket. So. Oh. Jetzt geht's ja aber los mit dem Wetter. So, wir jump ins Wasser. Und in der Mitte ist übrigens die Sauerstoffanzeige. Oh, ein Rochen. Ja, unser Held kann sehr lange tauchen. So. Wow. Das Wetter ist aber gar nicht schön. Aber okay. So, Jump. Oder auch nicht. Hey, Skip. Ich habe das Paket von Baltram für dich. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. 2 Gegenstände erhalten. Rum. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon... Okay, selbe Antwort immer noch. Ende. Gut, heißt zurück in die Stadt, nach Baltram, weil es nur eine, ja, hin-her-Quest. Nichts Besonderes, aber bringt Erfahrung, geschenkte Erfahrung, deshalb, warum nicht? Und was ganz wichtig und interessant ist, wir haben jetzt von unserem guten Skip den Namen Dexter erhalten, den wir jetzt auch unserem guten Kollegen Greg erzählen können, der immer noch vor Onas Hof an den Feldern auf uns wartet und wir wissen sogar, wo er sich aufhält. Das heißt, wir können jetzt gleich auf jeden Fall nochmal mit Greg reden. Das heißt, gleich, er ist meilenweit weg von unserem momentanen Standpunkt. Aber wir können auf jeden Fall mit ihm reden. Wir haben ja neue Infos für ihn. Ich überlege gerade, den Teleporter zu benutzen, wo der Ork vor war. Aber ich schätze mal, der ist unerreichbar durch den Ork. Wir werden es mal versuchen. So, raus hier. Was haben wir noch für Quests offen? Konstantinus Ring, Piratenhandel... Schnaubende Kreatur, Portal, Steintal, Teleport, Händler überfallen. Okay. Auch noch einige Nebenquests sind dabei. Aber okay, bisher kommen wir ganz gut voran. Ganz ruhig, Gewitter.